Hallo und willkommen. Es ist wieder Pickup-Zeit für meine Transformers-Sammlung. Es ist einiges dazugekommen, jetzt nichts Spektakuläres, muss ich ganz ehrlich zugeben, aber ein paar schöne Sachen und das zeige ich euch gleich. Hinzugekommen sind jetzt ein paar neuere Sachen, muss ich dazu sagen. Es ist so ein bisschen von Hasbro Pulse eingetroffen in der Zeit. Und ja, eine Kleinigkeit auch noch, die hatte ich schon mal in einem anderen Pickup-Video gezeigt, aber passt hier ganz gut. Vom lieben Peter Petendo hatte ich einen Tauschdeal und da hatte er mir als Goodie diese Hörspielkassette von Transformers dazugelegt. Das ist Folge 1 mit der Weltraumbrücke und die geheime Materieformel. Zwei richtig coole G1-Cartoon-Folgen. Im Endeffekt ist das nichts weiter als der O-Ton der Episode mit der Originalmusik. Ist aber trotzdem unterhaltsam und macht sich gut in meiner Transformers-Sammlung. Ich habe noch nicht alle Folgen der Kassetten oder alle Kassetten, aber ja, macht sich gut in der Sammlung. Ist der Anfang. Und dann habe ich mitgenommen, gratis, lagen im Kino aus. Ich habe den zum neuen Transformers-Kinofilm, Aufstieg der Bestien oder so irgendwie heißt der. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Aber da lagen Sticker. Und ich kann Autobot und Primals sozusagen nicht irgendwie liegen lassen. Das sind Sticker mit den coolen Logos und das kann man immer mitnehmen. Wie gesagt, Aufstieg der Bestien. Nee, Quatsch, das Maximal-Logo von den Maximals, den guten, ist das Logo. Was quatsche ich da? Wie gesagt, die Sticker lagen da gratis und habe einen ganzen Stapel oder einen kleinen Stapel mitgenommen. Das macht sich ganz gut. Kann man sozusagen auch auf irgendwo hinkleben, wo ich gerade Bock zu habe. Ja, genau. Ansonsten, wie gesagt, sagte ich ja, es kam nur Hasbro Pulse Post, die ich so über die letzte Zeit bekommen habe. Ich habe immer mal wieder geguckt, ob ich irgendwas Schönes von G1, also wo ich mein Hauptaugenmerk auch drauf lege, finde. Bei Kleinanzeigen oder bei eBay, es hat nicht immer irgendwo gereicht. Ich habe jetzt bei eBay selbst nicht viel geguckt, bei Kleinanzeigen immer, da war aber nichts dabei, was mich jetzt so sehr gereizt hat, dass ich jetzt unbedingt in die Sammlung gleich nehmen wollte, weil einfach das Pass harmonierte nicht so, wie ich es möchte. Genau, ansonsten, ich schaue immer, aber war jetzt nichts dabei. An Hasbro Pulse habe ich ein paar Figuren, die jetzt mich an G1 erinnern und deswegen habe ich sie mitgenommen. So, eine Figur, die ich auf eine Art schon hatte, aber ich musste sie in dieser Version auch nochmal haben, weil die gehört dazu. Es handelt sich um Frenzy aus der Transformers The Movie Studio Serie. Frenzy ist einer der Kassetten von Soundwave zusammen mit Rumble. Das sind die beiden Brüder, die musste ich haben. Das sind die, solche Figuren brauche ich dann auch in den Varianten. Also, wenn es auch Laserbeak und Condor, die beiden Flugkassetten sozusagen gibt. Die würde ich auch mir in die Sammlung stellen. Aber jetzt Rumble und Frenzy, die brauchte man einfach beides. Genauso wie ich mir zulegen musste aus der Transformers Evolution Serie, den letzten der Insecticons. Und zwar hier Bombshell. Musste auch sein. Ich hasse diese Box. Ich mag sie nicht. Ich mag sie wirklich nicht. Vom Design her, also von der Art und Weise, wie sie geknickt ist. Vom Layout. Es ist völlig in Ordnung, aber ich mag diese Box nicht. Das ist für mich so richtig. Ich kann sie nicht hinstellen. Man kann nichts übereinander stellen. Ich stelle sie gerne in Boxen hin. Man kann sie sich nicht hinstellen. Das ist doof. Ich kann nicht meine Schutzhülle bauen, weil diese komische Lasche hier übersteht und so weiter. Es ist echt, echt blöd. Das mag ich gar nicht. Und es staubt einfach ein. Wenn man gerade in Box sammelt, ist es schlecht. Naja, jedenfalls die Figur ist sehr gut gelungen, kann ich wirklich sagen. Ist sehr akkurat und sehr ähnlich dem G1, auch wenn sie sich ein bisschen klobig wirkt, wenn man so hinten sieht. Das ist ein richtiger Klobber hinten, der ist im Original leicht oder nicht so klobberig. Aber das Original habe ich auch und der ist wirklich gut gelungen und macht sich eben halt auch ebenfalls gut in meiner Transformers-Sammlung. So, das Video wird heute nicht lang, denn ich habe nicht viel. So, weiterhin aus der Studioserie habe ich noch zwei weitere Figuren bekommen. Und zwar hat mich erreicht auch eine Figur, die richtig gut gelungen ist, etwas kleiner, und zwar Brawn. Brawn ist auch so eine Kultfigur, richtig gut gelungen, ein schöner Jeep. Auch das Gesicht ist sehr, sehr schön, akkurat zum G1-Cartoon. War jetzt eine der Minifiguren,
Aber im Endeffekt hat er mir auch gut gefallen und der musste auch in meine Sammlung. Weil, wie gesagt, wo ich sage, was so Givon-artig ist, ne, hier ist sogar eingestaubt, obwohl ein paar Tage nur steht, die kommen dann auch so in die Sammlung. Ebenfalls in die Sammlung kommt, oder ist gekommen, Ultra Magnus, auch aus der Studioserie. Richtig schönes Artwork vorne drauf, kein Fenster, dadurch ist es, ja, ja. Das kann man nicht direkt die Figuren gucken. Hier seht ihr sie. Die ist sehr gut gelungen, sehr Retro-Style und auch ja, passt zum klassischen Stil. Im Gegensatz zu der vorigen Version ist der wirklich mehr, dass er mehr klassisch wie die Gion-Figur aussieht. Einerseits Toy-Figur, beziehungsweise auch die Cartoon. Das ist gerade stark auf den Movie-Cartoon gemünzt und das passt perfekt. Hat sogar die Matrix, die er auch kurz im Film trägt, dabei. Das finde ich großartig. Ja, ansonsten, was kann ich noch sagen? Eine großartige Figur. Ja. Und die finde ich richtig toll. Ja, und dann seht ihr, das war's auch schon. Klein, aber fein. Ist Sachen was dazugekommen. Ne? Schon der Leader, der Ultra Magnus, der teilweise man gedacht hat, das ist der neue Leader, weil im Endeffekt das Chassis, die Zugmaschine ist ja eigentlich identisch mit der von G1 Prime. War es nicht. Da kam ja Rodimus Prime. Hat eigentlich alle überrascht. Aber eine großartige Toy-Figur und überhaupt die ganzen Figuren finde ich großartig. Naja, und das war's auch schon. Kleine Pickup-Runde. Liken, teilen, abonnieren. Und ich freue mich über Kommentare. Welche der Figuren findet ihr am besten? Sagt es mir. Bei mir ist es wirklich schwerer zu sagen, weil das sind alles Figuren, die mir sehr gut gefallen haben. Aber ich verbinde mit den Kassetten von Soundwave was Besonderes und da freue ich mich besonders. Ja, und das war's auch erstmal. Macht's gut und wir sehen uns beim nächsten Mal.